Faszination an der Notfallmedizin ist, dass man in Situationen kommt, mit denen man morgens nicht rechnet, dass man nie weiß, was auf einen zukommt und dass man möglichst schnell eine gute Entscheidung treffen muss. In der Luftrettung stellen wir an das eingesetzte medizinische Equipment natürlich hohe Ansprüche. Zum einen haben wir sehr wenig Platz in der Hubschrauberkabine, zum anderen kommen wir an schon sehr schwierige Einsatzstellen. Und da ist es wichtig, dass wir möglichst einfach und intuitiv zu bedienende Geräte vorfinden, die auch robust sind. Ziel ist sicherlich beim Anlegen des Gerätes, dass man das so schnell wie möglich macht, um die No-Flow-Time gering zu halten. Und in einem gut eingespielten Team sieht das sicherlich dann so aus wie ein Reifenwechsel in der Formel 1. Die synchronisierte Therapie zwischen Corpuls 3 und dem Corpuls CPR hat den wesentlichen Vorteil, dass die No-Flow-Zeit sehr, sehr kurz gehalten wird und vor allem, dass ich im Flug angeschnallt bleiben kann, dass wir mit einem Tastendruck die Therapie starten, beenden oder anpassen können, wirklich nur ein Gerät bedienen muss, an dem ich eben Vitalfunktionen sehe und gleichzeitig auch die Therapie des CPR überwachen kann. Für mich einer der wesentlichen Vorteile ist, dass ich gerade beim Traumapatienten durch die flexible Anbringbarkeit des Arms am Rackboard den Oberkörper zu beiden Seiten frei zugänglich habe und so zum Beispiel während einer laufenden Therapie auch beidseits noch Thoraxdrainagen legen könnte. Also das Gerät bietet natürlich viel Sicherheit für das Team im Herzkatheterlabor. Wir arbeiten mit Röntgenstrahlen und je weiter man von der Röhre weg ist, desto besser ist es für das Team, desto weniger Strahlung bekommt man ab. Insofern ist es ganz wichtig, dass niemand am Patienten selber stehen muss und drücken muss und bei längeren Prozeduren ist das Gerät gar nicht mehr wegzudenken.